Ganz herzlichen Dank für Ihre Geduld, dass Sie unsere Überziehung der Pause mitgemacht haben. Ich habe einen sehr spannenden, sehr lehrreichen Vortrag gehört. Nichtsdestotrotz denke ich, dass vielleicht die eine oder andere Frage an Frau Krone-Schmalz bei Ihnen unter den Nägeln brennt. Albrecht Müller sitzt mit hier, weil es kann ja passieren, dass die eine oder andere Frage auch zu dem Thema Entspannungspolitik der 60er Willy Brandt am Rande noch mit auftaucht oder vielleicht hat er auch was Spannendes zu ergänzen zu dem, was Frau Krone-Schmalz uns zu erzählen hat. Jedenfalls freuen wir uns auf Ihre Beiträge und Ihre Fragen. Das Mikrofon ist angeschaltet. Bitte hier. Dormann aus Klingenmünster. Was für mich ganz besonders interessant war, war die Parallele zu der neuen Ostpolitik 68 und bis in die 70er rein, dass wir heute in einer ähnlichen Situation sind. Und da gehen drei Fragen an die Politologin hin. Erstens, was sind die nächsten konkreten politischen Schritte, die wir in Deutschland fordern sollten? Wir verhandeln ja keinen INF-Vertrag. Was ist für uns hier wichtig? Zweitens, an welche politische Kraft oder Partei sollten wir uns wenden, um überhaupt ein offenes Ohr für diese Forderungen zu finden? Und drittens, welcher politischen Kraft trauen wir dann auch zu, dass sie in den politischen Entscheidungsprozessen der Bundesrepublik das auch wirksam vorbringen kann? Ich versuche dann auch so kurz wie möglich zu antworten, damit möglichst viele von Ihnen zum Zuge kommen. Zu Ihrer ersten Frage, Gesprächskanäle offen halten und die zugeschütteten wieder aufmachen. Es ist ein Unding, dass man alle Städtepartnerschaften jetzt behindert in einer Art und Weise. Das deutsch-russische Forum kämpft ums Überleben, der Petersburger Dialog ist tot, also gucken auch in Ihrer eigenen Umgebung, was gibt es da und was kann man da moralisch und auch sonst unterstützen, damit man sich nicht dafür entschuldigen muss, wenn man Kanäle nach Russland offen hält. Das ist das eine und das wirklich ganz aktiv zu machen. Die zweite Geschichte, ich bin sehr froh, dass es nun mit dem Bündnis Sarah Wagenknecht eine wirkliche politische Alternative gibt. Ja, weil wenn Sie in die politische Landschaft Deutschlands schauen, gibt es ja außer der AfD keine in der politischen sogenannten Mitte, die eine, wie ich finde, nachvollziehbare Russlandpolitik propagiert. Was war nochmal das Dritte? Ach, welche politische Kraft? Ja, wenn Sie da jetzt auf irgendwelche Personen, da muss ich leider passen. Und ansonsten, es wird Zeit, ich habe das ja eben auch versucht im Vortrag klarzumachen, dass sich die sogenannte schweigende Mehrheit, weil ich glaube, die schweigende, ich kann das nicht belegen, aber ich habe den Eindruck durch meine Reisen durch Deutschland, dass die sogenannte schweigende Mehrheit mehrheitlich eben das, was zurzeit passiert, nicht mitträgt oder nicht gut findet oder enttäuscht ist oder dagegen ist oder irgendwie so. Und das... Es muss sich artikulieren, fragen Sie mich nicht wie, das ist schwierig, aber es muss sich artikulieren, dass der Unterschied zwischen der öffentlichen und der veröffentlichten Meinung offensichtlich ein gewaltiger ist. Erstmal besten Dank für den Vortrag, auch für mich sehr lehrreich. Ich möchte eine kurze Frage stellen. Sie haben sich von dem Anti-Amerikanismus distanziert. Genauso würde ich mich ja auch gerne von einem Pro-Putinismus distanzieren. Also wie viel Diktator steckt in Putin, wie viel Repression in Russland? Ich glaube, das muss man auseinanderhalten, dass meine These ist, die können Sie nachvollziehen oder auch nicht, aber meine These ist, dass wenn in der ersten Amtszeit Putins Russland und die russische Regierung vom sogenannten politischen Westen mit offenen Armen aufgenommen worden wäre, dann wären auch die innenpolitischen Zustände in Russland heute andere, weil ich bin fest davon überzeugt, dass sich eine Gesellschaft in der Umgestaltung begriffen, und sie ist ja in der Umgestaltung begriffen gewesen und ist es noch, eine Gesellschaft in diesem Zustand, die kann sich viel freier entwickeln, auch mit Blick auf demokratische Dinge, die man auch ausprobieren und trainieren muss, kann sich viel freier entwickeln, wenn sie sich weltweit eingebettet fühlt und nicht umzingelt oder angegriffen oder
dass man damit rechnen muss, dass die ja nur darauf warten, dass man irgendwie stolpert. Dass auch diese ganze NGO-Gesetzgebung und. Da kann man lange drüber reden, was, die Chronologie ist immer sehr wichtig, was wann war und wie sich das dann ausgewirkt hat. Das entschuldigt oder rechtfertigt überhaupt nichts von dem, was sich heute innenpolitisch in Russland abspielt. Aber meine Auffassung ist, wenn ich daran interessiert bin, eine friedliche Welt zu gestalten, was ja schwierig genug ist, dann kann ich mir diejenigen, die irgendwelche Länder regieren, nicht aussuchen, sondern dann muss ich mit denen, die da sind, zurechtkommen. Und das ist für meine Begriffe ein Zeichen für politische Professionalität, auf einer anderen Ebene auch journalistische Professionalität, dass ich davon abstrahieren kann. Natürlich, wenn Sie an Ort und Stelle sind und Tote sehen und Verletzte und das ganze Leid, und ich sage es brutal, wenn man riecht, was da abgeht, dass man dann wütend wird, dass man dann Rachegefühle hat, dass man dann sagt, das kann doch wohl nicht sein und so kann man doch nicht. Das ist alles nachvollziehbar und verständlich. Aber das ist für mich der Unterschied, wenn ich ein Profi-Politiker bin und ein Profi-Journalist, dann muss ich davon abstrahieren und muss mich auf das Analytische konzentrieren. Und das passiert überhaupt nicht mehr. Wir machen nur noch Ideologie. Darf ich eine kleine Anschlussfrage noch stellen, ganz kurz beantwortet? Sehen Sie Herrn Putin überwiegend als ein Getriebener oder als einen Akteur? Gute Frage. Nach meiner Einschätzung ist das, was ihn treibt, im Moment in Russland eben nicht, sind nicht die demokratischen, reformerischen Kräfte, die sagen, mach das mal anders, sondern das, worunter unter Druck steht, das sind die, die sagen, wir haben dir doch schon immer gesagt, der Westen ist nicht so kooperativ, wie du uns am Anfang versucht hast, weiszumachen. Das ist ja das, was ich auch so tragisch finde. In der Anfangszeit Putins war das ja nicht so, dass eine westorientierte Politik auf dem Tisch lag. Ja, also das war ja nicht offensichtlich, das war ja nicht ohne Kampf zu kriegen. Der hat da richtig für kämpfen müssen und die Menschen auch in seiner unmittelbaren Umgebung davon überzeugen müssen, dass eine Zusammenarbeit mit dem Westen auch für Russland von Vorteil ist. Weil sie dürfen nicht vergessen, was da vorher alles passiert ist unter Jelzin. So davon sein Land und seine Mitstreiter zu überzeugen, dass man diese Politik vollzieht, das war für den harte Arbeit, das haben wir hier nie gutiert. Also um auf Ihre Frage zurückzukommen und jetzt ein bisschen plakativ, das kann mir auch wieder um die Ohren fliegen, aber das kenne ich ja schon, formuliert. Der Putin, den wir heute haben, hat zu einem großen Teil der Westen mitgeschaffen. Ja, hallo, mein Name ist Andreas Friesen, ich wohne hier seit 15 Jahren in der Gegend, komme aber ursprünglich aus der ehemaligen Sowjetunion, aus Kasachstan und bin 89 nach Deutschland umgesiedelt. Sie haben eine interessante Feststellung gemacht, dass es sich um einen Stellvertreterkrieg handelt. Und für mich scheint es so eine Art finale Phase von Brzezinski zu sein. Da habe ich mich gerade gefragt, okay, Ukraine kämpft stellvertretend für den Westen, kämpft Russland für sich allein oder auch eher stellvertretend für, sagen wir mal, globalen Süden? Weil ich glaube, es gibt nicht den globalen Süden, also zumindest nicht als Block, so ähnlich wie der Westen. Und da wollte ich Sie fragen, also mir haben diese zwei Stichworte gefällt, globale Süden und multipolare Welt. Was glauben Sie, wie wird das ausgehen? Ja, okay. Ja. Das ist ja immer das Problem bei einem Vortrag, der halt eine Stunde dauern soll. Ich habe auch überlegt, Sie haben vollkommen recht, globaler Süden ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und man muss dann bei so einem Vortrag auch den Mut zur Lücke haben. Aber auf die Art und Weise kann man jetzt darüber reden. Wenn man es versucht, holzschnittartig auf den Punkt zu bringen, damit es nicht allzu lange wird, kann man feststellen, dass nicht nur die Wirtschaftskraft, sondern auch die politische Bedeutung des sogenannten globalen Südens, was immer das jetzt genau ist, zugenommen hat und die alte Welt überholt und überholt hat. Und man kann eben auch feststellen, dass die politischen Aktivitäten von denjenigen, die auf der abschüssigen Bahn sich befinden, und das sind eindeutig die USA und das sind eindeutig auch die EU-Staaten, dass die in ihrer, ich nenne es jetzt auch mal vielleicht übertrieben, in ihrer Panik oder in ihrer Angst, diese Vormachtstellung zu verlieren,
Dinge machen und initiieren und unterstützen, die letztlich nicht gut tun. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es heute oder gestern war, da gibt es einen hervorragenden Artikel in den Nachdenkseiten zu diesem ganzen Komplex, wenn ich mich alles täuscht, denn ein spanischer Autor, den Sie übersetzt haben, ein dolles Ding, wirklich. Also wer sich für die historische Entwicklung und die Zusammenhänge interessiert und sich auch vor einem längeren Artikel nicht schrecken lässt, der ist da sehr gut aufgehoben. Da finden Sie wirklich eine ganze Menge. Also, es hat ja auch seinen Grund, warum Menschen Aufnahmeanträge stellen. Die stehen ja da Schlange. Das machen die ja nicht einfach so, sondern das machen die, weil es was bedeutet. Und es lässt sich an vielen Dingen, nicht nur mit Blick auf die Ukraine, aber ablesen, dass beispielsweise solche Länder wie Brasilien oder auch Südafrika, dass die Nase voll haben von diesem kolonialen westlichen Denken und sagen, die ganze Zeit hat euch nicht die Bohne interessiert, was wir für Probleme haben. Und jetzt sollen wir eure Sanktionen abnicken, haben wir nichts mit zu tun. So. Und das dann zur Kenntnis zu nehmen, und nicht gleich auf so eine Schiene zu schicken, naja, die lassen sich ja alle von der russischen Propaganda einlullen. Das finde ich im Grunde, wenn Sie so wollen, eine Zumutung oder besser formuliert, eine Unverschämtheit gegenüber denjenigen, die auf der anderen Seite immer so viel von Demokratie reden, aber offensichtlich von demokratischen Prozessen nicht mehr. Ja, mein Name ist Uwe Greifenberger. Ich komme vom Gesprächskreis der Nachdenkseiten in Karlsruhe. Ja, ganz einfach. Mir geht es nicht unbedingt um eine Frage. Mir geht es um einen Aufruf. Und zwar ist in Karlsruhe etwas ganz, ganz Schlimmes passiert, dass die Deutsche Friedensgesellschaft es ablehnt, mit sogenannten Querdenkern zusammenzuarbeiten. Und es geht so weit, dass bei Vorgesprächen zum Ostermarsch tatsächlich die Leute, die da mitarbeiten wollten, rausgeschmissen wurden. Wie sollen wir, und das ist meine Frage, aber das ist mehr eine rhetorische Frage, wie sollen wir die sogenannte schweigende Mehrheit hinterm Ofen vorkriegen, wenn solche Dinge passieren? Ich finde es unmöglich. Ja. Wer da eine Lösung findet, der hat einen Nobelpreis verdient, weil es ist eben wirklich, ja, es ist eben wirklich schwierig, weil solange in den sogenannten Leitmedien das nicht auftaucht, was in der Gesellschaft brodelt, kriegen sie ja auch kein Forum dafür, um breiter darüber zu diskutieren. Das ist ja, das beißt sich ja dann irgendwie in den Schwanz. Was ich in dem Zusammenhang aber noch mal gerne ansprechen möchte, ist, dass wir alle, und ich sehe ja doch diverse mit der gleichen Haarfarbe wie ich, Anstrengungen unternommen werden sollten, kreativer Art, junge Menschen zu interessieren, denen zu sagen, das ist nicht irgendein Geschwurbele von irgendjemand, sondern das betrifft euch. Ja, die sogenannte letzte Generation, sage ich jetzt nichts weiter zu, aber die müssten begreifen, dass sie vielleicht die letzte Generation werden, wenn das mit der militärischen Eskalation so weitergeht. Also, um es konkret zu machen, diejenigen auch unterstützen, die von Schulen oder Universitäten sich dafür interessieren, nur so in Klammern gesagt, es kann doch nicht sein, dass mich Schüler aus der Oberstufe oder Studenten aus Universitäten einladen und wir uns dann irgendeine, wie heißt das, Location suchen müssen, die außerhalb ist, weil die Schulleitung oder die Universitätsleitung sagt, die? Nee. An junge Leute rankommen. Immer wenn ihnen was einfällt, an junge Leute rankommen. Und ich versuche, so gut ich kann, wenn denn mal aus der Ecke was kommt, die bevorzugt zu behandeln, weil wir, ja, für uns geht es vielleicht noch. Ja, ist so. Danke. Mein Name ist Tamara Helk, ich komme aus Düsseldorf. Ich habe einen russischen Vater und eine ukrainische Mutter, deswegen fand ich Ihren Vortrag ganz besonders interessant und bin fast jedes Jahr in Russland. Ich habe keine Frage, sondern möchte etwas dazu sagen, dass Sie erzählt haben, Russland verkauft an Deutschland ja nach wie vor Gas. Ja, das stimmt. Ich habe gehört über den Umweg Indien zum Beispiel, wo dann reiche Oligarchen aus Indien dran verdienen. Wir sind jetzt in Russland gewesen, haben 11 Stunden an der
Grenze gestanden, an der polnisch-russischen, was aber nicht an den Russen lag, sondern an den Polen. Und zurück haben wir 24 Stunden. Und dann kann man viel beobachten. Unter anderem haben wir beobachtet, dass, wie heißen diese Tanklastwagen aus Estland, ganz offen, die verstecken es gar nicht, Fracking-Gas oder LNG-Gas, wie man das ja heute nennt, aus Russland nach Estland oder keine Ahnung wohin führt. Wir haben Ähnliches letztes Jahr beobachtet an der Grenze zu Kasachstan. Da fahren also Hunderte an LKWs nach Kasachstan rein. Da werden die Papiere kurz umgestempelt und dann fahren sie wieder raus und dann ist es kasachische Ware. Und das deckt sich mit unseren Beobachtungen in Russland, dass es jegliche sanktionierte Ware man ganz offen und auch nicht zum überhöhten Preisen in Russland kaufen kann. Punkt zwei ist gerade, was mein Vorvorredner gesagt hat mit dem totalitären Zuständen in Russland, ja, das ist sicherlich so. Ich beurteile das nicht. Ich beurteile die Regierungspolitik ausschließlich danach, was die Außenpolitik angeht. Aber ich hatte mal ein interessantes Gespräch mit jemandem, der im Außenministerium in Moskau arbeitet. Dem habe ich die Frage gestellt, wie wehrt ihr euch dagegen oder was wollt ihr dagegen tun, dass nicht bei euch in Moskau auf dem Roten Platz der Maidan stattfindet? Und die Antwort war, wir müssen leider totalitärer werden. Mhm. Boah, Sie haben jetzt eine ganze Reihe von Punkten angesprochen. Ich versuche es mal. Was jetzt die ganzen wirtschaftlichen Geschichten angeht, es ist ja unendlich viel total heuchlerisch. Einfach nur nach außen wird irgendwas proklamiert und unter der Decke laufen Dinge ganz anders. Es ist ja auch so, ich kann jetzt nicht mit genauen Zahlen dienen, aber beispielsweise die Importe Italien und auch in Spanien sind offenbar, seitdem es Sanktionen gibt, haben eher zugenommen, als dass sie abgenommen hätten. Und die USA sind ja auch nicht pingelig mit dem, was sie aus Russland nach wie vor beziehen. Nur wir machen das so, weiß ich auch nicht. Weil Sie angesprochen haben, dass Sie 24 Stunden oder in der Art gebraucht haben, um nach Russland zu kommen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen, aber ich persönlich finde es eine Unverschämtheit, dass in einem Land, das sich rechtsstaatlich, demokratisch, was weiß ich, freiheitlich strukturiert, versteht, dass da den Bürgern die Möglichkeit vorenthalten wird, von Düsseldorf, Frankfurt oder sonst wo nach Moskau zu fliegen. Auch da weiß ich nicht, warum wir das einfach so fressen. Ich denke, dass man einer Gesellschaft, die sich in der Umstrukturierung befindet, und das war sie ja massiv, durch die Perestroika-Politik von Michail Gorbatschow und danach, dass man dieser Gesellschaft die Geschwindigkeit, mit der sie das verkraftet, selber überlassen sollte. Also wenn, ist jetzt nur meine persönliche These, wenn man von Beginn an dem mit mehr Respekt und Distanz begegnet wäre und nicht gesagt hätte, unbedingt jetzt sofort alles privatisieren, keiner wusste eigentlich, wer soll das denn kaufen, wie soll das denn gehen mit dem Privatisieren in dieser Gesellschaft. Also wenn man die Strukturen eines anders gewachsenen Systems respektiert hätte und die Geschwindigkeit der Umgestaltung den Menschen, die das ertragen müssen, überlassen hätte, ich bin ziemlich sicher, dann hätten wir heute ein anderes Russland. Aber das wäre möglicherweise nicht im Interesse des Restes der Welt. Mein Name ist Martin Beck aus Pleißweiler. Würden Sie in Berlin am 3. Oktober diese Friedensdemo unterstützen, auch aktiv, oder sogar selbst Friedensdemos mit organisieren? Also mit organisieren, das übersteigt, glaube ich, meine Kapazität, weil ich bin ein Mannbetrieb, also so. Ich habe etwas gemacht, was ich noch nie gemacht habe, nämlich auf einer Friedensdemo eine kurze Rede gehalten, weil ich der Überzeugung bin, dass das normalerweise Journalisten nicht machen sollten. Aber die Zeiten haben sich geändert und man kann sich eben auch da nicht mehr verstecken und deswegen habe ich das zum ersten Mal gemacht. Da habe ich halt in Berlin auch eine kurze Rede gehalten, die kann man auch im Internet immer noch sehen. Das würde ich nicht ausschließen, dass ich das in Zukunft wieder mache.
Ich glaube aber, dass es sinnvoll wäre, wenn das nicht zu meiner Hauptbeschäftigung würde. Sie verstehen, was ich meine. Ich unterstütze es immer, wenn Menschen, denen es um friedliches Zusammenleben geht, zusammenkommen und da irgendwas aufstellen wollen und nicht es dazu nutzen, ihre eigene Ideologie zu transportieren. Aber das ist eben schwierig manchmal. Aber muss man darauf achten. Auf der anderen Seite, finde ich, muss man sich aber auch dagegen wehren, dass alles, was an Friedensdemonstrationen und Friedenskundgebungen stattfindet, dass das dann mit dem Etikett von irgendwas versehen wird, was man nicht anfassen darf. Ne? Weil so geht es auch nicht. Dann muss man dann auch sich an den Satz von Andreas Rebers erinnern. Ne? Wenn ich etwas Richtiges sage, was den falschen Leuten gefällt, dann wird das Richtige dadurch nicht automatisch falsch. Mein Name ist Günter Guster, ich komme aus Karlsruhe. Was glauben Sie, wenn Donald Trump in Kooperation mit Robert Kennedy, die sich ja jetzt da irgendwie geeinigt haben, an die Macht kämen und die Wahl gewinnen würden, glauben Sie, dass man dann einen Frieden hier in Europa bekommt und Ukraine-Konflikt beigelegt wird? Das ist sehr schwierig, aber ich versuche mal anders zu antworten. Als Trump vor seiner ersten Kandidatur stand, hat er außenpolitisch betrachtet ziemlich viel Richtiges gesagt. Er hat nämlich zum Beispiel gesagt, es liegt im Interesse der USA, gute Beziehungen zu Russland zu haben. Hat er völlig recht. So. Und das, was er dann angekündigt hat, das hörte sich alles sehr vielversprechend an. Als er dann Präsident wurde, ich sage es jetzt mal ein bisschen holzschnittartig, bekam es natürlich mit dem Washingtoner Apparat zu tun. Und der ist eben so, wie er ist. Und von daher würde ich nicht allzu große Hoffnungen, so pervers das jetzt auch klingen mag, weil auf der anderen Seite kann man sich Trump auch nicht ernsthaft wünschen. Aber die Alternative ist auch nicht so wahnsinnig erfolgsversprechend. Aber ich warne vor den Vorstellungen, dass das, was er außenpolitisch sagt, so nach dem Motto, wir machen einen Deal und morgen ist der Krieg zu Ende, dass sich das dann wirklich durchsetzen lässt, weil dafür ist der Apparat viel zu träge. Die Rüstungsindustrie, ich meine, da knallen ja pausenlos die Sektkorken. Ja? Also das ist schon irre, was sich da abspielt. Und man sollte auch, es gab ja vor dieser ganzen Geschichte, gab es ja auch, sagen wir mal, gesellschaftliche und politische Kreise, wo es nicht angesagt war, Aktien von Rüstungskonzernen zu kaufen. Da sollte man jetzt mal rumfragen. Mein Name ist Annette Benner vom Gesprächskreis Düsseldorf. Was mich schon seit Jahren umtreibt, ist eigentlich die europäische Politik gegenüber Russland. Was die Amerikaner machen, nützt ihren Interessen. Was die Europäer machen, nützt ihren Interessen gar nicht. Wie kann dieses gesamte politische Establishment so umschwenken? Denn in den, ich würde mal sagen, beginnenden 2000er Jahren, da waren ja noch laut Jeffrey Sachs sehr viele europäische Staatenlenker der Meinung, also das mit der Ukraine ist also wirklich ein völliger Quatsch und das wird die Russen auf den Plan rufen. Und sie wussten es alle. Ja, und wieso bringt man einen ganzen Kontinent in so eine selbstmörderische Situation? Man muss ja schon gar heutzutage erstmal Bekenntnisse abgeben, bevor man was sagen darf. Also mein Bekenntnis, ich finde Europa als Idee wunderbar. Ich finde die EU grenzwertig. Die Osterweiterung der EU hat dazu geführt, dass die Nachholbedürfnisse von Staaten wie Estland, Lettland, Litauen und Polen mit Blick auf Russland, weil unter denen haben die nun mal gelitten, aber dass diese Nachholbedürfnisse in der EU artikuliert worden sind. Das heißt, wir haben uns die Probleme dieser Länder mit Russland ins Bündnis geholt und haben darauf für meine Begriffe nicht adäquat reagiert. Man hätte sich nicht die Deutungshoheit sozusagen aus der Hand nehmen lassen dürfen. Es hätte nicht dazu führen dürfen, dass die eigentlich über weite Strecken recht gute Beziehung zwischen EU und Russland dadurch wirklich nachhaltig ruiniert worden ist.
Das ist das eine. Ich habe es eben, glaube ich, auch angedeutet, man hätte, das wäre politische Kunst gewesen, man hätte diese historisch verständlichen Ängste der Balten und der Polen und die historisch verständlichen Ängste der Russen irgendwie austarieren müssen, was die anderen Teile der EU betrifft. Und dann, um das einfach nochmal ganz deutlich zu sagen, die EU ist ja nun so ungefähr das Undemokratischste, was überhaupt rumläuft. Ich weiß auch nicht, wie man das ändern kann, weil dieses Prinzip hier, one man, one vote, wie wollen Sie das machen in der EU? Das geht natürlich nicht. Auf der anderen Seite ist es absolut undemokratisch, dass Gesellschaften oder Länder mit viel Bevölkerung lächerlich wenig in der Relation zu sagen haben gegenüber Ländern mit ziemlich wenig Bevölkerung. Aus deren Sicht kann ich aber auch verstehen, dass die sagen, wir wollen uns doch nicht von euch majorisieren lassen, nur weil ihr zufällig mehr seid als wir. Also da eine Lösung zu finden, ist sicher sehr, sehr schwierig. Aber das zu thematisieren und dann eben auch dafür zu sorgen, dass wenigstens das Führungspersonal demokratisch gewählt wird, das wäre ja schon mal ein Anfang. Norbert Arendt aus Wenningen. Wie können Sie sich erklären, dass die Friedensbewegung so in die Bedeutungslosigkeit versunken ist? Die eine Frage. Die zweite Frage ist, ich staune über das Verhalten der Kirchen, sowohl katholisch wie auch evangelisch, in diesem Krieg, sehr einseitig. Und ich frage mich, warum die Presse ihre Funktion als vierte Gewalt im Staat nicht wahrnimmt. Ich fange von hinten an. Was die Presse betrifft, ich weiß nicht, ob es der eine oder andere weiß, die Leser der Nachdenkseiten wissen es jedenfalls, dass es innerhalb der Öffentlich-Rechtlichen ein Manifest gibt von den dort Angestellten, dass man sich mal langsam darauf besinnen sollte, was der rechtliche Auftrag der Öffentlich-Rechtlichen ist, denn dem wird ja schon lange nicht mehr so wirklich nachgekommen. Dieses Manifest hat aber eine relativ geringe Verbreitung, die sogenannten Leitmedien oder die nehmen es eigentlich gar nicht wahr. Und wenn, dann wird es also auch so mehr oder weniger beiseite geschoben. Was mich sehr irritiert, um es zurückhaltend auszudrücken, dass einige Kollegen in den öffentlich-rechtlichen Anstalten nicht mal den Nerv haben, ich werfe denen das nicht vor, aber das offen zu unterschreiben, sondern zum Notar gehen und ihre Unterschrift beim Notar leisten, dass man sagen kann, okay, so und so viele haben unterschrieben, aber nicht namentlich. Und dass manche nicht mal das machen, weil sie Angst haben, es könnte ja vielleicht rauskommen. Was ich so schlimm finde, erstens bin ich ein Gewächs des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und zweitens finde ich die Rolle, die öffentlich-rechtlicher Rundfunk ausfüllen sollte, ziemlich wichtig. Und wenn wir die nicht ausfüllen, dann besteht ja die Gefahr, dass das ersatzlos gestrichen wird. Und das wird sicher nicht besser. Also sollte man rechtzeitig die Kurve kriegen, das wieder anders zu strukturieren und sich dessen bewusst zu sein und einfach mal nachzulesen, was im gesetzlichen Auftrag steht. Das ist das eine. Was die Kirchen betrifft, da habe ich auch so meine eigenen Erfahrungen gemacht, dass Teile der evangelischen Kirche mich einladen und dafür von anderen Teilen der evangelischen Kirche also ziemliche Probleme kriegen. Finde ich auch unglaublich, weil wenn man das Wort Gottes ernst nimmt, dann darf vieles von dem, was im Namen der Kirche passiert, eigentlich nicht passieren. So, und was die Friedensbewegung betrifft, wahrscheinlich spielt dann auch eine Rolle, dass diejenigen, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben, oder zumindest noch diejenigen, die welche kannten, die den erlebt haben, dass die ja aussterben. Das heißt, das Bewusstsein für Zerbrechlichkeit von Frieden ist überhaupt nicht mehr vorhanden. Und diejenigen, die als besonders taffe Kriegstreiber auftreten, da müssen Sie ja nur mal gucken, was die für ein Geburtsdatum haben. Wahrscheinlich ist das ein wesentlicher Punkt. Danke. Ja. Ich möchte noch kurz ergänzen, es hängt wahrscheinlich mit ein Stück Entpolitisierung zusammen und auch dem Zugriff fremder Mächte, klingt etwas verschwörungstheoretisch, auf einzelne Parteien. Also ich sehe das bei der SPD. Was hat die noch zu tun mit der Partei der Entspannungspolitik und Friedenspolitik? Ganz wenig bis nichts. Und das bedeutet, dass halt in diesem Umfeld auch viel weniger Leute in diesem Sinne politisiert werden.
und damit weniger sich für solche Sachen interessieren. Anders kann ich das auch nicht erklären. Genau, das ist der Vorteil von Brainstorming. Mir fällt auch noch was ein. Und zwar, ich habe neulich eine Studie gelesen, dass die Zahl, also die, das Verhältnis von Journalisten und PR-Mitarbeitern, dass die, ich sage jetzt mal, ich kann die Zahlen jetzt nicht so wiedergeben, aber das war irgendwann mal 1:1 oder weniger. Heute soll es 1:4 sein, und zwar nicht die Journalisten und die, also die Journalisten 4 und die PR 1, sondern umgekehrt. Und wenn man auch weiß, dass beispielsweise allein das Pentagon, das ist nachweislich, kann man nachlesen, das Pentagon 27.000 Mitarbeiter beschäftigt, um weltweit klarzumachen, was die Position der USA ist, dann ist das natürlich schon ein Pfund. Ne? Und dagegen dann anzuarbeiten mit ohne Geld und wenig Leuten, das ist schwierig. Auch die technischen Dinge, die sich verändert haben. Ich erzähle immer wieder, die TU Ilmenau, eine super Uni mit richtig viel Forschung und so, die haben schon vor Jahren eine Technik entwickelt, mit der man bei Live-Berichterstattung Dinge aus dem Bild verschwinden lassen kann, beziehungsweise Dinge da rein projizieren. Live, nicht bearbeitet. Nicht hinterher. Können sich eben nicht hinterher, sondern live. So können Sie sich vorstellen, was man damit alles machen kann. Und jeder sagt, habe ich doch gesehen. Pascal Lauria aus Frankfurt am Main. Wir haben Seymour Hersh, Nord Stream. Und jetzt haben wir ganz frisch Wall Street. Also ich meine, Wall Street Journal veröffentlicht, dass die Ukraine und die Regierung bis hoch zu Zelensky über diesen Attentat wusste, dass einer von der Regierung diesen Attentat ausgeübt hat. Wie können wir überhaupt noch als Deutschland irgendeinen Euro oder irgendeine Waffe gerechtfertigen, nach Ukraine zu schicken? Und wo ist die Forderung, das Geld zurückzukriegen für Nord Stream? Ja, klar, die Antwort liegt ja eigentlich fast auf der Hand. Also sagen wir so, als der Seymour Hersh mit seiner Recherche rauskam, das muss ich sagen, habe ich das wirklich für das Plausibelste gehalten. Also die USA mit freundlicher Unterstützung von Norwegen. Ich weiß es ja auch nicht, ich habe ja auch nicht selber recherchiert. So. Aber was mich so irritiert ist, dass es überhaupt keinen Druck zu geben scheint in unserer Gesellschaft, dass da mal was passiert. Das ist also, dass man da mal wirklich recherchiert. Das zieht uns den Boden unter den Füßen weg mit dieser Pipeline. Und wir gehen zur Tagesordnung über. Ja. Das kann doch eigentlich nicht sein. Das wäre auch für mich eine klassische Aufgabe von einem der Magazine der Öffentlich-Rechtlichen. Also diese ganzen Recherchenetzwerke, die es da gibt, da sollen sie mal ihre Power und ihre Kompetenz reinschmeißen. Ja. Was würde passieren, wenn wir sagen, als Deutschland, USA, sagen wir mal, oder Ukraine, ist für uns schuldig. Aber nehmen wir mal, weil es schwieriger ist, USA. Was könnten wir dann tun? Nächste Frage. Oh ja. Ja, ich weiß. Okay, so, das war nämlich, was ich mir gedacht habe. Okay, deswegen brauchen wir auch eine Multipolarität. Ne? Und da könnte man mal in Russland auch mal rufen. Ja. Alle sind empört über Putin. Wir haben eine extreme Emotionalität mit der Figur Putin. Warum sehe ich diese Emotionalität nicht mit Netanyahu und Israel? Ich meine, Israel ist ja brutal. Und wie kann man das überhaupt gerechtfertigen in demselben Kopf? Dass eine Person sagt, ja, Israel verteidigt sich, 200.000 unschuldige Menschen, aber Russland hat es noch nicht geschafft, in den Jahren so viele unschuldige Menschen umzubringen. Ja. Was machen wir da? Ja. Absolut schwierig, aber ich meine festzustellen, dass, ich sage das jetzt, der Rest der Welt, man kann auch globaler Süden sagen, aber sagen wir mal der Rest der Welt, dass man dem von europäischer oder US-amerikanischer Seite nicht mehr mit Moral und sowas kommen kann, nach dem, was im Gazastreifen zugelassen wird. Das hat sich, glaube ich, erledigt. Und ich finde, dass es sehr wichtig ist, gerade wegen der deutschen Geschichte, ich finde es sehr wichtig, dass man differenziert. Und zwar, das ist jetzt nicht einfach nur eine Worthülse, ich mache das ganz konkret. Ich werde mich immer dafür einsetzen, dagegen zu kämpfen, wenn irgendjemand aufgrund seiner Religion oder seiner Rasse oder irgendwas diskriminiert wird. Da werde ich zum
Tier. Also Sie wissen, was ich meine, ja? Aber ich nehme mir gerade als Deutscher auch das Recht heraus, eine nachgewiesen rechtsextreme Regierung in Israel nicht mit Solidarität zu beschenken. Ja, mein Name ist Ewart, ich komme aus Keltern. Sie haben am Anfang bemerkt, Informationen, also vor allen Dingen umfängliche und sachliche Informationen sind ja ein wichtiges Element der Demokratie. Zum anderen denke ich auch, wo wir auch schon darüber gesprochen haben, das Erreichen der schweigenden Mehrheit, glaube ich, da sind die Medien ein entscheidender Schlüssel. Ich höre im Privaten auch immer wieder, wenn ich diskutiere, ja, wenn das in der Tagesschau kommt, dann muss das doch stimmen. Und wenn du was anderes sagst, dann gehörst du nicht zu mir, dann bist du ein Aussätziger, ein Verschwörungstheoretiker, ein Querdenker, was auch immer. Was denken Sie, woran liegt es, dass die öffentlich-rechtlichen, aber auch die großen privaten Medien ihren Auftrag nicht mehr erfüllen? Das ist im Grunde genommen ein Forschungsthema, weil da sehr viele Dinge zusammenkommen. Da kommt einmal zusammen, das hat auch mit Geld zu tun, wenn sie sparen und alles Mögliche outsourcen, weil sie denken, dass das da besser aufgehoben ist und kostengünstiger ist. Wenn die, dann führt das dazu, dass sie in bestimmten Bereichen einfach auch zu wenig Personal haben, die sich darum kümmern können. Das ist tatsächlich ein Punkt auf jeden Fall. Ein weiterer Punkt ist auch, und ich habe es eben schon angesprochen, ist auch die technische Entwicklung. Zu meiner Zeit, hört sich an wie Mittelalter, da hatte man ja noch kein Handy. Da hatte man innerhalb der Sowjetunion manchmal nicht mal eine Telefonverbindung. Was ich damit sagen will, man hatte mehr Zeit, sich mit lebenden Menschen zu unterhalten und war nicht gezwungen, mit irgendeiner Unit da von jetzt auf dann sofort zu senden. Das ging alles gar nicht. Das heißt, die Zeit zwischen dem, was man recherchiert hat und dem, was man rauspusten musste, die war einfach länger als jetzt. Das ist nicht zu unterschätzen, dieser Druck. Weil die Heimatredaktionen haben sofort irgendeine Meldung und dann soll derjenige, der da ist, das mehr oder weniger bestätigen oder illustrieren oder wie auch immer. Das ist die eine Geschichte, also kombiniert auch noch aus beidem, was früher ein nur journalistisches No-Go war, irgendwelche vorproduzierten Sachen anzunehmen. Also jetzt egal, ob das Videos von Ministerien war oder Videos, schon gar nicht Videos von Firmen. Oder so. Aber das ist heutzutage nicht mehr unbedingt ein No-Go. Man kriegt das und dann hat man auch keine Zeit, das wieder zu bearbeiten und dann wird es rausgepustet und dann ist das Information. Eigentlich ist es aber PR. So. Also insofern an der Uni, wo ich eine Zeit lang war, fand ich das sehr gut, die machen das auch nicht mehr, aber fand ich das sehr gut, dass die Journalismus und PR, dass sie das parallel gelehrt haben. Mittlerweile haben sie Journalismus abgeschafft, heißt ja auch was. Ja, also es sind viele, viele Dinge, die da eine Rolle spielen und eben auch Bequemlichkeit, weil wenn sie etwas gegen den Strich bürsten, dann müssen sie ja besser informiert sein, sonst gehen sie ja gleich baden. Also es ist viel bequemer, wenn sie auf dem Mainstream mitschwimmen. Gibt es auch so ein schönes chinesisches Sprichwort, ne? Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Vielen Dank, danke. Roland Kern, Speyer. Wir haben vor kurzem einen Gesprächskreis der Nachdenkseiten gegründet. Wir haben etwa 15 bis 18 regelmäßig Kommende. Wollte damit sagen, in diesen Zeiten geht auch sowas einfach angreifen. Wir haben es jetzt ein ganz paar Mal von der Presse gehabt, weil wir alle dumpf ahnen, dass das ganze Thema Russland, Deutschland sehr viel damit zu tun hat, dass, so wie Sie es eben gesagt haben, in Pentagon 27.000 Leute sitzen, ich weiß das auch, die seit Jahren versuchen, die amerikanische Politik in die deutschen Köpfe reinzubringen. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben ja das Hambacher Fest nicht allzu weit, wir hatten die Reformation nicht allzu weit und dort hat die schreibende Zunft Systeme geärgert, auch beseitigt, bis die
Herrschenden gemerkt haben, dass sie diese Instrumente Presse, Pressepolitik und Pressefreiheit vielleicht auch dazu nutzen können, um das ganze Ding umzudrehen. Und ich glaube, dass wir in dieser Zeit heute leben. Es kommt ein zweites dazu. Alle großen Zeitungsverlage sind Mitglied der Atlantikbrücke. Das weiß man oder das kann man nachlesen. Und die Satzung der Atlantikbrücke sagt, das Ziel der Atlantikbrücke ist die Festigung der europäisch-amerikanischen Freundschaft. So, das heißt, das, was in Washington hinter oder vor der Wand verklausuliert, gewollt wird, zum Beispiel die Ukraine als Aggressorstaat gegen Russland zu instrumentalisieren, das lesen wir in unserer Presse. Dieses wiederum heißt, wir können uns, glaube ich, auf die Mainstream-Presse so lange nicht verlassen, solange sie keine Angst haben muss, dass sie wegen ihrer einseitigen Pressepolitik keine Leser verliert. Ich habe jetzt hier extra mal mitgebracht ein wunderbares Gegenbeispiel. Die Rheinpfalz in Speyer, das ist die Monopolzeitung hier, sage ich mal. Die hat ja auch Lokalredaktion. Ich habe dir das Albrecht geschickt vom Dienstag. Da hat der Speyerer Freundeskreis, wir haben seit 35 Jahren eine Partnerschaft, pikanterweise mit der Stadt Kursk. Die Vorsitzende des Freundeskreises, eine gebürtige Kurskerin, Elena, möchtest du kurz aufstehen, ist bei uns. Ich selbst mit einem deutschen Vater und einer ukrainischen Mutter war viele Jahre in der Kommunalpolitik in Speyer verantwortlich, hauptberuflich. Und wir haben natürlich unsere Lokalredaktionen. Und die fragen dann, Roland, du warst vor einem Jahr in Kursk, was macht denn der Freundeskreis, was sagt er denn gegen die russische Aggression? Und jetzt haben wir einen Artikel gekriegt und man höre und staune, der da lautet, eine Botschaft des Friedens. Das heißt, die Lokalpresse, die eben nicht wie im Gegensatz zu den Headline-Seiten, muss man ja auch mal sagen, wenn Sie heute eine Zeitung aufschlagen, egal welche, dann ist es dpa, ist es UP, ist es Reuters, da kommt ja nichts mehr von eigenen Journalisten, weil sie es gar nicht aushalten, gegen den vernünftigen Menschenstand ständig zu agitieren. Hier steht dann sogar drin, der Freundeskreis Speyer-Kursk ist eine Institution, die den Frieden mit Russland will. Natürlich haben die sofort bei der Stadtverwaltung nachgefragt, ja, wie sieht es denn aus, was sagt die Stadtverwaltung? Es ist sehr klein gedruckt, sie steht hinter dieser Politik. Heißt auf gut Deutsch, das ist ein winziges, kleines Stückchen Hoffnung und deswegen möchte ich nochmal auf das Thema drauf, es ist nicht wirklich eine Frage, aber es hat mich jetzt gedrängt. Die Städtepartnerschaften, wir sind in der Zwischenzeit die einzigste in Rheinland-Pfalz. Es gab jede Menge Versuche, uns, also die Stadt, zu überreden. Sie sollen doch eine ukrainische nehmen, sie sollen uns nicht unterstützen. Jetzt gibt es ein paar Leute von uns, die stehen einfach auf und sagen, nee, halt langsam, so sieht's aus. Wenn dann gefragt wird, ja und was halten Sie von Putin? Solche Dinge können wir uns nicht darauf verlassen, dass sie von oben kommen, sie müssen von unten kommen, über Städtepartnerschaften. Das würde ich gerne aufgreifen. Noch ein letzter Satz. Ich war, wie üblich, in Kursk vor einem Jahr zum letzten Mal, weil es immer heißt Pressefreiheit in Russland. Sie lesen in Deutschland keine einzige russische Zeitung. Ich habe glaubhaft nachgewiesen, jeden Morgen in Kursk beim Frühstück, in meinem Handy, NTV gelesen und die Speyerer Rheinpfalz, weil ich in Russland deutsche Zeitungen kriege, aber in Deutschland keine russischen. Sollte man sich auch mal Gedanken machen. Ja. Danke. Ich finde, Sie haben eine ganze Reihe sehr, sehr, sehr wichtiger Punkte angesprochen. Und das Wichtigste vielleicht ist in der Tat, dass es nur von unten geht. Und dass diese lokalen Aktionen, diese lokalen Initiativen, dass die einen wirklich unschätzbaren Wert haben. Ich kann mir auch vorstellen, dass die Lokalredaktion, die dann positiv über sie berichtet, dass die mit ihrer Mantelredaktion richtig einen auf die Nuss kriegen und dass das beim nächsten Mal anders aussieht, muss man auch mitrechnen. Aber nur so geht es, also immer wieder ein bisschen unbequem zu werden, was den Mainstream betrifft. Und weil Sie die Atlantikbrücke angesprochen haben, als man die Anstalt noch richtig gut gucken konnte, da hatten die ja sehr, sehr gute Recherchen über die einzelnen Verbandelungen von Chefredakteuren gebracht. Das war ja sehr erhellend, ist aber lange her leider. Sie haben die Presseagenturen angesprochen. Auch da
Wenn man mal schaut, wer sind denn die Eigner der internationalen Presseagenturen? Ja, du lieber Gott. Das sind alles so Dinge, die ich mir wünschen würde, dass man die auch mal in Medien findet. Nur damit man mal weiß, so in welche Richtung es geht. Also Initiativen von unten, sich nicht kirre machen lassen, das hört sich immer so einfach an. Aber das sind, glaube ich, die wesentlichen Punkte. Ein letztes noch dazu. Ich habe ja eben schon gesagt, dass ich es eine Unverschämtheit finde, dass wir nicht mehr von Deutschland aus nach Russland fliegen können. Ich finde es auch eine Unverschämtheit, so Dinge wie RT, egal was man davon hält, aber hier nicht mehr empfangen zu dürfen. Und das... Weil das widerspricht diametral dem sogenannten mündigen Bürger, dem Grundbestandteil einer Demokratie. Und das, finde ich, müssen diejenigen, die ständig Demokratie immer so vor sich hertragen, mal gesagt bekommen mit dem nötigen Nachdruck, dass das nicht was mit Demokratie zu tun hat. Dankeschön. So, mein Name ist Rita Beck, ich komme aus Pforzheim, Umland. Ich möchte Ihnen erst mal danken. Ich danke allen, die hier sind. Konstruktiv mitdenken, auch kontrovers, einfach aktiv denken, selber denken. Ich selbst befasse mich seit einiger Zeit auch mit dem sogenannten Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland. Wir haben in diesem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Artikel 20, wo der Volkswille bekundet werden soll oder wie, es ist festgelegt in diesem Grundgesetz, wie der Volkswille festgelegt werden soll, laut Gesetz. Und es ist zum einen natürlich über die alle paar Jahre stattfindenden Wahlen, heute haben wir es in Sachsen und in Thüringen, aber es ist noch eine zweite Möglichkeit. Seit 23. Mai 1949 steht dort auch Volksabstimmungen. Der Volkswille durch Abstimmungen des Volkes kann bekundet werden. Ist es überhaupt relevant? Hat es für uns überhaupt Bedeutung, eine Volksabstimmung? Weil dazu, es steht im Grundgesetz, und es gibt bis heute aber kein ausführendes Gesetz dazu. Es läuft gerade eine Petition, um Volksabstimmung das praktisch einzufordern. Das ist auch einer der klassischen Punkte, die in die gesellschaftliche Diskussion gehörten, und zwar an vorderster Stelle. Darüber kann man zum Beispiel in der Fernsehdiskussion mal die Argumente austauschen, was dafür und was dagegen spricht, wenn denn über die Todesstrafe abgestimmt würde oder über Krieg oder irgendwie sowas. Nichtsdestotrotz, mich erstaunt es immer wieder, wie in der Schweiz Entscheidungen getroffen werden, wo man vorher gar nicht damit rechnet, dass die tatsächlich so, ich sag mal, vernünftig getroffen werden, obwohl sich alle beteiligen. Nun kann man die Schweiz aus verschiedenen Gründen nicht mit Deutschland vergleichen, aber nichtsdestotrotz, ich würde das auch aufgreifen und sagen, darüber müsste diskutiert werden. Da gibt es Argumente, die man ohne Schaum vor Mund und ohne ideologisch gleich wieder auszusortieren auf den Tisch packen muss. Und dann müssen wir mal gucken, was da draus wird. So, wir haben jetzt noch 4 Wortmeldungen. Ich möchte herzlich darum bitten, vielleicht schaffen Sie 4 das, was nicht alle vor Ihnen geschafft haben, sich ein bisschen kürzer zu fassen. Ich werde mich kurz halten. Ich bin Rainer Thomas aus Bad Kreuznach. Ich halte Putin außenpolitisch, soweit ich den beurteilen kann, für einen scharf kalkulierenden, hochintelligenten Mann, der auch sehr geduldig ist. Meine Frage ist, wie weit muss der sogenannte Wertenwechsel den Bogen noch spannen, bis die Gefahr des Einsatzes von Atomwaffen besteht, taktischen Atomwaffen in dem Fall? Ja, ich meine, das ist natürlich eine rein spekulative Frage. Und was damit ausgelöst würde, ist natürlich auch so jemand wie Putin völlig klar. Ich würde mich aber so weit aus dem Fenster hängen zu sagen, wenn eine Situation eintritt, in der Russland gnadenlos mit dem Rücken zur Wand steht, dann wäre ich mir nicht sicher, was passiert. Nächste Frage. Jürgen Schneider, Landkreis Esslingen inzwischen. Zunächst ganz herzlichen Dank für Ihren Mut, für Ihre Energie, für Ihre Impulse. Meine 2 Fragen. Wie viel Rechtsradikalität sehen Sie in der ukrainischen Regierung in den letzten Jahren? Und was können Sie sagen zum Antispiegel von Thomas Röper?
Also sagen wir so, was die rechtsradikalen Kräfte in der Ukraine betrifft, da möchte ich Ihnen ein Buch empfehlen von einem amerikanischen, US-amerikanischen Professor, Nikolai Petrov. Der sitzt an der Universität in Rhode Island. Und der hat ein Buch geschrieben, The Tragedy of Ukraine. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch auf Deutsch, bin mir nicht ganz sicher. Der hat sehr detailliert und chronologisch die Geschichte der Ukraine aufgelistet und hat sich auch intensiv mit den rechtsradikalen Kräften befasst. Und das hat ja auch historische Wurzeln. So. Und das Argument von vielen im Westen ist ja oft, dass man sagt, also wenn Putin sagt hier, ne, diese rechtsradikalen Kräfte, die dürfen da nicht Überhand nehmen und so, das wäre alles dummes Gerede, weil wenn man sich die Zusammensetzung des Parlaments anguckt, die werden ja kaum vertreten. Das stimmt. Aber die Kräfte in der Gesellschaft sind schon so stark, dass sie den Entscheidungsprozess, den politischen Entscheidungsprozess massiv beeinflussen. Also das ist eine Kraft, die ist da. Und die verstecken die ja auch gar nicht. Nur wir verstecken sie hin und wieder in der Berichterstattung, muss man sagen. Also diese Kräfte gibt es ja. Davor nicht die Augen zu verschließen, sie auch nicht zu überhöhen, aber sie auch nicht wegzuträumen. Das wäre auch ein wesentlicher Teil einer realistischen Berichterstattung. Denn allein die Überlegung auch, ich weiß nicht, ob das die Menschen in der EU wirklich selber ernst nehmen, aber die Überlegung, die Ukraine in die EU aufzunehmen, also ich meine, wie selbstmörderisch ist das denn? Aber gut, das ist das eine. Und ich bitte um Verständnis, dass ich jetzt nicht eine Aussage zum Anti-Spiegel mache. Ich habe da auch schon viel Interessantes gelesen, aber das wäre vermessen, wenn ich da jetzt irgendwie so eine Begutachtung abgebe. Verstehen Sie das? Gut. Kann man gut verstehen, ja. So, Endspurt. Wir sind im Endspurt. Sie haben es bald geschafft. Mein Name ist Günter Brinkhoff. Ich komme aus Bielefeld, also da, wo der Pudding herkommt. Ja, ich habe eine Frage. Können Sie sich vorstellen, was Ihnen ein amerikanischer Militär oder Amerikaner sagen würde, wenn Sie ihm erzählen, dass Deutschland plant, in den USA hyperschnelle Raketen zu stationieren auf ihrem Gebiet, wo Sie alleine das Sagen haben, also die Deutschen? Was meinen Sie, was ein amerikanischer Militär Ihnen dann dazu sagen wird? Ich denke, das ist eine rhetorische Frage. Ja, das ist es. Diese Frage würde ich vielleicht auch an das Publikum einfach mal mitgeben. Fragen Sie doch mal amerikanische Militärs, auch Amerikaner, so was sie dazu sagen würden. Ja? Meine Frage ist jetzt, wie schätzen die Rolle von Orban, aber auch der Slowakei ein und auch anderer Kräfte in der EU, wenn man da feiner hinschaut, gibt es schon Vorbehalte gegen die Politik, die Stoltenberg und andere Belizisten innerhalb der NATO, des NATO-Apparates da führen, gegen diese Politik der zunehmenden Eskalation. Wie schätzen Sie da den Erfolg ein, dass diese Kräfte vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten doch stärker werden, sodass es da zu einer Umkehr kommt? Das weiß ich nicht, wie stark die sind, und vor allen Dingen, es wird ja auch sehr viel daran getan, zum Teil zu Recht, zum Teil zu Unrecht, die eben in irgendeiner Form zu desavouieren. Wenn man dann so ein bisschen ein paar Etiketten dran klebt, mit denen kann man ja nicht, weil die machen ja sonst nur Mist, ne? Also rechtsradikal und was weiß ich, was alles diktatorisch, autoritär. Aber ich habe schon den Eindruck, dass die Front, um im militärischen Vokabular zu bleiben, innerhalb der EU auch ein bisschen an zu bröckeln fängt. Also hinter den Kulissen läuft da schon etwas, was nicht zusammenpasst mit dem einheitlichen Bild nach außen, weil so einheitlich ist das nicht innerhalb der EU. Auch, um jetzt nochmal wieder den Sprung über den großen Teich zu machen, auch innerhalb der USA wird für meine Begriffe auch viel deutlicher und viel offener kontrovers diskutiert und vor allen Dingen auch durchgespielt, dass das dann wohl eine Fehlkalkulation war und jetzt müssen wir uns anders orientieren. Ich meine, die Ukraine wäre ja nicht der erste Fall, wo die USA sich überhastet zurückziehen. Ach, das nicht? Das haben wir ja nur. Also von daher, ich habe auch, und das muss ich sagen, ich habe auch die Hoffnung, dass es langsam aber sicher immer mehr selbstdenkenden Menschen einfällt und auffällt, dass das vielleicht doch die falsche Richtung war, in die da der Westen und die EU marschiert ist. Und ich hoffe, dass das auf eine zivilisierte Art abläuft. Danke. Vielen Dank nochmal für die Antwort. Und wie gesagt, die Antworten zu meiner ersten Frage, die müssen wir uns von den Amerikanern holen. Ja, Dankeschön.
Sie müssen mal versuchen, vor einer amerikanischen Base in Deutschland auf einer öffentlichen Straße zu drehen. Wünsche viel Vergnügen. Mein Name ist Andreas Kubisch, komme aus Pforzheim von einem theoretischen Gesprächskreis. Es melden sich nämlich immer sehr wenige Leute. Und weil Sie das sagten, ab heute mehr. Und weil Sie das sagten, ich bin auch Bundesvorsitzender einer kleinen Partei. Es gibt nicht nur die BSW, es gibt auch andere. Ich möchte erstmal die Gelegenheit nutzen, mich bei Ihnen, Frau Professor Krone-Schmalz, und aber auch beim Herrn Müller und seinem ganzen Team zu bedanken für die Arbeit, die Sie von Anbeginn an geleistet haben. Unter Bedingungen, die sehr scharf an 1933 erinnern. Und das erfordert wahnsinnig viel Mut, dort in der Öffentlichkeit es weiter zu tun. Dankeschön. Die andere Frage, die ich habe, die schickt noch was voraus, es ist hier mehrfach angesprochen worden, die Ursachen, weshalb eine Friedensbewegung kaputt geht oder nicht im Erscheinen, warum wir nicht die Millionen auf der Straße haben, wie beim NATO-Doppelbeschluss. Gibt es mehrere Ursachen, die sitzen teilweise auch hier drinne. Einmal, das Bildungssystem ist über Jahrzehnte geschrottet. Das heißt, alles das, was Geschichte, Philosophie, Deutsch, Co. und sonstiges ist, ist rigoros zusammengestrichen worden. Digitalisierung, also es gibt viele Einflüsse. Denken und Handeln muss eine Einheit sein. So wie viele hier drinnen sitzen, die zu ihrem Vortrag kommen oder draußen diskutieren oder anderes, gehen dann irgendwann nach Hause, führen den Hund aus und wenn es darum geht, Aktivität zu zeigen, naja, da ist ja die Oma oder was auch immer. Das heißt, wir müssen, Entschuldigung, wenn ich diesen Ausdruck jetzt benutze, den Arsch bewegen. Aktivität. Und ich mache jetzt eins ab September und da weiß ich nicht, vielleicht kommen Sie dann auch. Es ist ein Beispiel, ich nehme einen der größten Sportvereine bei uns, sind über 2000 Mitglieder, viele Jugendliche und die Jugendlichen fragen. Die sind unsicher, aber sie sagen dann ganz einfach, ich weiß doch gar nicht, was ich tun soll. Und mir fehlt das Wissen. Und dort mache ich einen Stammtisch. Da ist jetzt nicht die Nachdenkseiten hinten dran, sondern dann wird leise angefangen zu diskutieren. Und da ist meine Frage, ob Sie dort bei, wenn es sich natürlich lohnt, mit einsteigen würden, gerne auch mal, weil es fehlt der Jugend, es fehlen ihr die Idole. Das ist kein Batman oder sonst was, das, was wir früher hatten, waren Idole und die fehlen. Und Sie sind, Entschuldigung, eins. Am 28.09., das ist ein Samstag, 11 Uhr, eine Friedenskundgebung auf dem Marktplatz. Und da suchen wir gerne noch Leute, die sprechen. Das ist die Frage, ob Sie das bei Ihren Vorträgen vielleicht mit einbinden könnten. Also das anzusprechen, ja, sicher. Ja, ja, klar. Genau. Das versuche ich auch nach Möglichkeit. Ich versuche ja auch nach Möglichkeit, auch das habe ich, glaube ich, schon gesagt, wenn Anfragen kommen zu Veranstaltungen, wo Jugendliche mehr vertreten sind, das prioritär zu behandeln, das auf jeden Fall, weil, oder einfach nur auch zur Verfügung zu stehen, wenn Fragen gestellt werden, sowas. Weil das kriege ich auch immer mit, dass junge Menschen neugieriger sind, als manche meinen, und tatsächlich eben auch auf Antworten warten, die so insofern, ich sag mal, neutral formuliert werden, dass man nicht sagt, also ich sag dir jetzt mal, wie es geht, ja, sondern einfach als Angebot. Und ich glaube, das kommt besser an. Und weil Sie gesagt haben, ich greife das jetzt einfach mal auf, weil Sie gesagt haben, Vorbild oder so, ich bin wirklich stolz darauf, wenn ich unterwegs bin, im Café sitze oder irgendwas und mich dann junge Frauen ansprechen und sagen, dass ich sie ermutigt hätte, weil ich ja doch in vielen die erste und einzige Frau war, egal, ne? Monitor, Auslandskorrespondentin und so. Und da hat sich ja nun wirklich auch viel getan. Und das finde ich dann schon schön und denke, ja, hat sich gelohnt. So. Vielen Dank. Danke Ihnen. Das war schon ein
Applaus, der das unterstrichen hat, was ich sagen wollte, Ihnen nochmal herzlich zu danken dafür, dass Sie gekommen sind. Und es war so interessant, dass wir jetzt schon über 3 Stunden hier zusammen sind. Ich danke Ihnen dafür, dass Sie gekommen sind. Ich möchte 2 Dinge, aber ganz kurz verspreche ich, anhängen. Zum Ersten das, dass Sie beim nächsten Mal Ihre Enkel mitbringen, wenn es geht. Ja. Das ist ja vielleicht für die ganz interessant oder auch Kinder, wenn die noch relativ jung sind. Und das Zweite, in der Sache wollte ich ansprechen, das fiel mir nochmal ein, als Roland Kern über Kurs gesprochen hat. Da ist ja unglaublich viel kaputt gegangen. Mein erster Besuch in Moskau oder der einzige hing damit zusammen, dass es hier in dem benachbarten Annweiler im Trifels-Gymnasium eine von der Schule betriebene Beziehung nach Moskau zu einer Schule dort gegeben hat. Und warum sollte es nicht wieder gelingen, wenn so viele Leute heute hier sind, das zu multiplizieren, dass wir wieder anfangen mit dem Aufbau dieser Beziehung von Schulen, von Städten, von Gemeinden, mit Gemeinden und Schulen in Russland. Das ist ein Punkt. Also, mir ist das heute Abend noch mal richtig bewusst geworden, oder heute Nachmittag, welch ein Verlust da eingetreten ist. Und wenn schon so tolle Leute hier sind wie Sie, dann die Bitte an Sie zu überlegen, wo Sie und wie Sie einen Ansatz finden, in Ihrem lokalen Bereich so etwas wieder zu beginnen. Das wäre das beste Dankeschön an unsere Referentin. Danke Ihnen. Danke.